Bei chronischem Darmversagen handelt es sich um eine nachhaltige Einschränkung der Funktion des Gastrointestinaltrakts, in der Regel nach ausgedehnter Operation mit Entfernung von Darmabschnitten, die für die Funktion wichtig sind. Es kommt dann in der Folge durch die fehlende Verdauungsfunktion zu einem Mangel an Nährstoffen und Mangelernährung mit entsprechender Funktionseinschränkung und Einschränkung der Lebensqualität. Mindestens eine Ernährungsberatung, ja, und manchmal eben dann doch auch eine künstliche Ernährung, meist durch eine IV-parenterale Ernährungstherapie, sind dann erforderlich, um den verloren gegangenen Magen-Darm-Trakt funktionell zu ersetzen. Eine intestinal-rehabilitative Therapie ist im Einzelfall auch möglich und kann geprüft werden vom entsprechenden Fachmann.